Hallo meine Freunde, da bin ich wieder, euer Senior Gamer mit einem neuen Abenteuer hier in Medieval Dynasty. Ihr könnt den Kanal gern abonnieren, das Glöckchen aktivieren, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Heute schauen wir mal, dass wir noch das nächste Haus fertig bekommen, das dritte. Und wir schauen mal, wie das bei uns mit Weizen und Fischfilet aussieht. Ob wir den Herold befriedigen können. Ich weiß gar nicht, ob der Weizen schon geerntet ist. Oder wann der geerntet ist. Kann ich euch gar nicht so richtig sagen. Angebaut haben wir, glaube ich, welche. Hocken. Steinex, da haben wir noch Steinmesser. Haben wir noch 8, alles klar. Weizen haben wir 4, Weizenkorn haben wir 2. Also haben wir kein Weizen. Dann müssen wir den mal ansehen, den Weizen. Haben wir ein Feld mit Weizen? Schauen wir mal in unser Feld. Weizen. 70, 30. Und wann wird der Weizen geerntet? Im Herbst. Ja, also im Frühjahr. Gesät worden und wird im Herbst geerntet. Genau. Und 30 mal Kohle ist da drauf. Alles klar. Fischfilet dürfte eigentlich kennen. Kein Problem sein, denke ich mal. Da haben wir 210, 291. Alles klar. Nee, 81 haben wir. Wieso haben wir bloß 81 Fischfilet? Ich weiß es. Wir haben keinen Fischerspruch. Scheune. Nee, Scheune nicht, Schmied. Da brauchen wir ja, stimmt. Da brauchten wir ja Leinenfäden. Und haben wir denn unserer Mademoiselle hier schon gesagt? Also ein Stein, ein Holzstamm und einen Leinengarn, einen Leinenfaden braucht. Alles klar. Haben wir denn unserer Mademoiselle in der Nähstube schon gesagt, dass die Leinenfäden machen will? Da schauen wir doch mal rein. Häusler hier. Produktion, Näherei, Quatsch, falsch nicht gemacht, falsch gedrückt, Näherei F, Näherei. Nee, die macht immer noch 100% Sechsen, alles klar, da werden wir jetzt da mal sagen, dass wir mal, da holen wir uns selbst mal welche, da machen wir selber fix. Die macht jetzt 70% Sechschen und Leinengarn ist immer noch gesperrt. Haben wir noch nicht gekauft, die Technologie. So ein Quatsch. Etwas. Jede Näherei. Ja, Leinengarn tatsächlich noch nicht gekauft. Jetzt aber. Alles klar, da hätten wir ja auch keins machen können. Alles klar. So, da holen wir uns jetzt mal ein paar Flakhalme. Flakhalme. Und da werden wir mal selbst fix. 10 Flakhalme brauchen wir, glaube ich, für einen Leinfaden. Naja, dann haben wir mal 50 mit. F. Da können wir auch mehr machen. Dann 70 bestätigen. Dann machen wir uns mal 7 Leinenfäden.
In den Eschgrube. In den Eschgrube. Kommt die in den Wald? Jetzt suchen wir unsere Eschgrube. Das ist drinne. Da ist sie doch. Die kann man, glaube ich, auch bald aufrüsten. Nee. Deinen Garn. Ja, nee. Also, lassen wir uns mal hin. Spinnen wir mal ein bisschen. Herbst. So, jetzt brauchen wir Steine. Ihr hört, ich bin kein Vorbild für meine für die Kinder. Ich muss den Rest meiner Bonbons immer zerbeißen. Auch schon von jeher. Bettdecken habe ich auch zwei. Habe ich drei. Und die gehen als Geschenk durch. Das habe ich schon mal ausgetestet. So, jetzt brauchen wir Steine. Dann nehmen wir mal 4 Steine mit. Oder machen wir gleich alle 7. Wir werden gleich alle 7 machen. Wir haben 7 Leinenfäden. Da nehmen wir jetzt 7 Holzstämme. F. Nehmen wir 7 Städtchen und 7 Steine und 7 Fäden haben wir. Und dann machen wir gleich mal 7 so eine Fischersperre, damit das Mädel auch fischen kann. Samboja ist. Verschwindet sie wieder im Wasser. Halt, ein Stein brauchen wir. Jetzt gehen wir mal rüber zum Schmied. Steinwerkzeuge REF, 7 Stück. Und ins Ressourcen. Ist die überhaupt im Wasser? Eisenbär, Fischbär, 7 Stück. 100 Geld kostet so ein Ding. Wie viel Prozent haben die denn jetzt mal? Oder betrifft es nur das, was die Kollegen in der Dings machen? 500% hat das Ding. Nehme ich gerne an. Nee, die schwimmt. Ja, das, die schwimmt trotzdem. Brassel rund auch ohne Speer. Mal gucken, was er macht. Interessiert mich die wirklich, ob das rumpaddelt. Naja, die marschiert ja bloß durchs Wasser. Samboja. Ja, hallo Freund. Hier, was machst denn du hier? Ach, Lesnika, da solltest du hingehen. Angeblich gibt es dort jemanden, der Himmel meint. Naja, gut, alles klar. Mach's gut. Goodbye. Naja, die schwimmt hier ein bisschen. Naja, warum nicht? Schönes Wetter im Sommer. Da kann man auch mal baden gehen.
auch noch. Alles klar. So, und jetzt kümmern wir uns um das nächste Haus. Was hier müsste sein? Da haben wir, genau, da haben wir 48 Steine drin, 6, 23 Hölzer. War noch kein. Und keine Bretter gemacht. Da holen wir doch gleich mal Flugs 36 Bretter machen. Und Hölzer und machen uns die 42 Bretter. So, dann gucken wir noch mal hier rein. Holzstämme. F36. Bestätigen. Können wir ein bisschen überladen, aber das machen wir. Und was ist das für viel jetzt? Naja, gut. Komm, dann Roger, lass uns mal hier ran. So, machen wir uns die 72 Bretter. Perfekt. Kannst wieder ran an deine Arbeit, Mädel. Jetzt brauchen wir bloß noch Hammer. Ich hoffe, das mal sehen. Alle, da haben sie ja noch nichts gefickt. Klar. Das wird jetzt wieder so sein mit unseren. Mit unseren Konfigurieren. Wir werden das dann wieder schnell speichern und neu laden müssen. Alles klar, haben wir Hammer dabei, vor zwei. Nein, da haben wir die Axt. Muss erst noch Hammer wiederholen, denke ich mir. Naja, wir haben natürlich keinen Hammer dabei. Da weiß ich mir, da läuft sich auch noch der Hacken rund, bloß weil er immer alles vergisst. Dann nehmen wir uns gleich zwei Hämmer mit. Mit einem schaffen wir das Haus nicht. Ich hoffe mal, dass die machen. Flachs haben sie. 849. Da könnt ihr auch wieder Flachs machen. In der Scheune. Holzhammer haben wir 15. Wir nehmen aber erstmal hier. Wir nehmen einen von denen. Dann nehmen wir hier den 26er F und den 66er F. So. Und den 100er, den legen wir erstmal ab. Nicht, dass der den dann als nächstes nimmt, wenn der andere alle. Da soll erstmal die halb kaputten verwenden. So, und jetzt den 26er, den legen wir heute mal hier. Alles klar. Müsst ihr dann als nächstes den 66er. Alles klar. Jetzt fangen wir mal an zu konfigurieren. Eben, Tellers. Konfigurieren wir das halt. Und das her. Liegt da schon wieder ein Holz um, wo wir nicht rankommen. Oder ist das, nee, das ist Eisen, oder? Nee, das ist nicht Eisen.
kein Dachholz aus dem Dings. Oh. Knutsch doch mal die Kuh, ehrlich. Ich hab schon wieder so einen Stamm oben rum. Naja, gut. Man kann es ja nicht ändern. Gefallen tut mir es nicht. Eine Leiter, wir brauchen eine Leiter, damit wir den Spittel von den Dächern holen können. Ja, Gott, alles klar, Herr Kommissar. So, wenn das Haus ringsum durchsichtig ist, wissen wir, dass man alles konfiguriert. So, hier gehen wir jetzt rein, hier machen wir uns ein Fenster und dann hier vorne neben der Tür kommt ein Bett. So, und alles andere wird jetzt voll. Tür, die machen wir auch aus Stein, alles klar, jetzt kommt alles volle Wände. Ja, gut. Wir haben hier alles konfiguriert. Das haben wir das da. Die Holzstämme. Ach ne, wir haben gar keine dabei. Nehmen wir mal die Holzstämme hoch. Hauen die mal in den Dachboden rein. Jetzt machen wir F5. Schnellspeicherung F9. Alles klar. Tun wir halt mal zwischendurch neu laden. Geht ja relativ schnell. So, jetzt können wir bauen. So. Den Holz haben wir, nehmen wir uns. Die 6 Holzstämme bloß, wo habe ich denn die anderen? Habe ich jetzt die 17 geschnappt? Werden wir gleich sehen, wenn wir die Bretter schnappen. Ah ja, wir können uns nicht bewegen. Alles klar. Wir können uns nicht bewegen. Haben wir zu viel vorbei. Weil mir auch noch 12 mal Fleisch hier rumliegt. Haferbrötchen haben wir auch noch. Da werden wir gleich mal eins futtern. Da sind wir wieder mal satt. So, und von den 14 Holzstämmen schmeißen wir mal 8 weg. Nee, X. 8 schmeißen wir weg. Da haben wir die 6 fürs Dach. Und wir können uns bewegen. Jetzt bauen wir. Hier fehlt jetzt schon wieder ein Baumstamm. Wo haben wir den jetzt hineingehauen? Komisch. Naja gut, ist halt so und da müssen wir halt damit leben. Jetzt. Gut, jetzt hauen wir da oben den Baumstamm noch rein. Quatsch, den haben wir bestimmt wieder irgendwo hier in irgendeine Wand hineingebracht.
Ist das dort oben? Guckt an! Ein Holzstammrau. Ein vom Holz fällt, oder? Kommt denn der her? Haben wir gar kein Holz jetzt gefällt. Sehen wir den vielleicht auch von innen. Sehen wir den von innen. Wenn es schon mal einen Bug gibt, dann hätte es auch mal einen Bug geben können, dass wir die Holzstämme von oben runterholen können. Naja, gut. So, jetzt nehmen wir erst einmal die 48 Steine. Ach, können wir die noch schleppen? Oh ja, gut. Dann machen wir jetzt erstmal hier alles rum, alles fertig. Das heißt, die Giebel. Und dann können wir ja, entweder suchen wir uns die Steine oder wir holen sie uns aus dem Lager. Aber ich denke mir, wir suchen uns die Steine. Sind nochmal 40 Steine etwa. So. Jetzt machen wir, fangen wir hier an, alles klar. Nächste Hammer kaputt. Los. Da war bestimmt da ist der Holzstamm hier drin. Jetzt hat mir nämlich kein Holzstamm angezeigt, da man rein muss. Dann habe ich dann wieder beim Bauen hier hineingehauen. Steine sind alle. Wir brauchen hier noch 2, 10, 18, 26, 34 Steine. So, das suchen wir uns jetzt die 34 Steine. Goldkirsche sollst du nicht nehmen, du sollst den Stein nehmen, dann nimmst du erst Goldkirsche Stein. Alles klar. Du hast einen, oh, deinen Kopf für dich, gell, Rasimir? Du machst alles, was die anderen wollen. Richtig. Ich bin auch nicht dafür geboren, dass ich das mache, was andere wollen. In einigen Foren habe ich auch in der Signatur stehen, ich bin nicht dazu geboren, um so zu sein, wie andere mich gern hätten. Und das ist schon immer so gewesen. Und so ist Rasimir auch. So, wie viel haben wir denn schon? Wir haben schon 17 Steine. Na bitte. Was habe ich gesagt? Wie viel brauchen wir? 34. Da haben wir noch die Hälfte schon, über die Hälfte jetzt weg. So, das können wir hier nirgendwo. Da liegen auch noch ein paar. Oh ja. Und den Rest, denke ich mir, den finden wir auf dem Weg zur Baustelle. 23, 24, 25, 26. Den Weg ich kann es ruhig mitnehmen. Genau. 27, 28. Oh, ihr Lies, kriegen wir alles voll hier. Das kann man auch noch mal mitnehmen. Das haben wir natürlich nicht abgezählt, wie wir brauchen mit, sondern alles, was uns jetzt unter die Nase kommt, die nehmen wir noch mit.
So. Jetzt ist nicht mehr weit bis. Wie weit müssen wir? Da vorne. Laden. Ach nein, das kann man jetzt nicht alles mitnehmen. Hier, was jetzt hier rumliegt an Steinen. Mal sehen, was wir tragen können. Bis der Überlastungszeiger auf 6 Uhr steht, gehe ich mit. Dann müssen wir schnurstracks. Jetzt ist Schluss. Jetzt vor zum. Jetzt haben wir aber, ich glaube, ich will fast 70 Steine jetzt. Glaube ich. Jetzt. Werden wir gleich wissen, den einen, den schnappen wir uns jetzt noch, ja. Einen habe ich doch gut geschätzt. Und dann haben wir den, der ja unmittelbar daneben liegt, auch. So, 72 Steine. Und jetzt kriegen wir aber unser Haus fertig. So, gut. Ne, wir brauchen jetzt bestimmt noch Rundhölzer. Ne, bis jetzt noch nicht. Zwei haben also. Eins brauchen wir bestimmt. Oder zwei. Ja, das ist fertig. Hier fällen bestimmt plus 2 Steine. Ja, also fällt uns ein Rundholz. Na, das holen wir uns gleich. Nee, hat uns nicht gefehlt. Guck an. Unser Haus ist jetzt fertig. Müssen wir mal reingucken. Sehen wir ja, ob das Feuer drin ist. Ja, das Haus ist fertig. So, und jetzt räumen wir die Steine hier. Rundholz haben wir hier 20. Und jetzt haben wir Steine, die wir hier reinräumen können. Perfekt. So, und dann gehen wir mal ins Ressourcenlager und räumen mal den ganzen Rattensack raus, den wir hier mit uns rumschleppen. X, E, F. So. Die Steine hierher. So, und da schauen wir jetzt hier vor. Das Haus haben wir. Genau. Und jetzt verlegen wir das Haus. Und da wissen wir, wer will man. Will man umsiedeln können. N. Ja, schauen wir mal. Gar niemanden. Doch hier. Den Rasimir, der Wasserträger, alles klar. Den siedeln wir jetzt um. N, Eisel. Ah, wir haben Fähigkeitspunkte, die kann man auch wieder verteilen, alles klar. Und da haben wir jetzt dieses Haus. F, den Rasimir. So. Weg. Hier ist er. F. Perfekt. Drin ist er. Und jetzt demolieren wir gleich bei Holz. Ne, wir schaffen erstmal den ganzen Krempel weg, den wir haben. Wir brauchen Platz für das Baumaterial. Wir kriegen ja 50% zurück. Also gut, die Birne essen wir nachher gleich. Die Armbrust räumen wir jetzt hier rein. Die nimmt uns keiner weg. Die Eisenaxt behalten wir, die Eisenpolzen, Eisenmesser. Die Eisenschaufeln wollte ich eigentlich verkaufen. Da muss ich mal über nach Denizia, die werden sie drüben verkauft.
Den Eisensperr wollte ich auch verkaufen. 108 Federn habe ich auch noch. Den Holzstamm, den behalten wir drinnen. Wir werden uns gleich noch Hammer bauen. Pelze. Ja. Wolfspelz. Die Stöcke, die brauchen wir für den Hammer. Zollkirsche. Ist doch gar nicht so viel, was wir mit uns rumschleppen. Was erzähle ich denn? Na gut, die Eisenschaufeln, die wir verkaufen wollten. Und das war's dann auch. Was ist denn das so schwer? Das sind die Schaufeln. Da wiegt eine 3 Kilo. Ha. Alles klar. Die Federn werden wir auch noch drüben verkaufen. Dann werden wir gleich mal zum Dagobert in Besuch nach Abstand. Ha. Was wollten wir jetzt machen? Auch die Häuserbäume zu legen. Ja, alles klar. Den Hammer, machen wir uns auch den Hammer, denn der wird beim Zerlegen bestimmt kaputt gehen. Huh, Deckchen und Rundholz haben. Wir sind schon bei 32 Minuten. Also wenn man mit niemandem labert, dann geht die Zeit etwas langsam. Das ist doch ganz gut. So, wir wollen unseren Ort, den haben wir auf der 4. Naja. So, verlegen wir das. Die Wege müssen wir jetzt auch wegmachen, sonst können wir nämlich hier zwischendrin nichts bauen. Aha, und jetzt wollen wir, was machen wir mal weg? Die könnten uns nämlich stören beim Errichten eines Phantomgerüsts. Die Wege sind schnell wieder mit dem Rechen glatt gezerrt. So, jetzt machen wir das alles noch glatt. Jetzt sind wir überladen, aber wie? Und da legen wir mal was weg. Und zwar nehmen wir mal die Steine. Entschuldigung. XEF. Gut. Kriegen wir da diesen Quatsch, könnten wir noch wegkriegen. Und nun sind wir wieder. Gut, da bauen wir jetzt die Holzstämme. Wir haben jetzt 42 Holzstämme drin, alles klar. F, wie wir mal, nee, X. Die Hälfte schmeißen wir mal raus und die andere Hälfte steht. Die andere Hälfte, die schleppen wir auch schon mal hierher. Genau. Jetzt bauen wir sowieso gleich ein Gerüst her. Ein Phantomgerüst. Und das andere Baumaterial, was jetzt hier zusammengekommen ist, außer das Stroh, schaffen wir sowieso gleich hinüber. In das andere Haus. Was wir noch bauen müssen dort hin. So, jetzt nehmen wir uns hier hin. Steine und die 22 Steine. Schalten wir mal wieder bauen um. So, jetzt werden wir hier ein Haus haben. Ich hoffe, dass wir das hinkriegen hier. Das ist Lebensmittellager, das ist Lebensmittellager. Vorne ist ein Haus, alles klar. So,
Bauen. Eisler. Oh ja! Es geht. Es geht. Und deshalb wollen wir auch schauen. Nee, das ist nicht richtig hin. Zurück. Ich will es ja einigermaßen mit dem Lebensmittel auf eine Bande stellen. Gehen wir zur Seite hier und sehen das nicht. Hier ist so rum nicht anders. So, geht nicht. Müsste doch normalerweise, ja, ja, das gibt's ja. So, ich muss gleich da. Hier hinten stehen wir dann zu weit hinten. Wird er dann so sein, denke ich mir. Also machen wir mal eine Schnellspeicherung und stellen das mal hierher. Steht komisch, hä? Wir machen das mal neu. Wir machen das. Das steht ein bisschen. Ja, komisch. Wir machen mal F9. Wir tun das noch mal schnell laden. Und dann müssen wir jetzt uns behelfen, müssen wir uns, damit wir das so ungefähr hinkriegen, müssen wir uns Steine legen. Damit wir das ein bisschen ausrichten können, wie wir. Na, es dauert heute wieder etwas länger. Ehe der Senior Gamer hier aus dem Knick kommt, ehe er das alles gebaut hat, und machen die hier. Das gesehen, die tanzen. Jetzt, Pizza. Von der Tiefe her ist ja das Haus das gleiche wie hier. Ist ja bloß 3 mal 2. So, und wir wollen das Haus etwa hier stehen. Seite. Da legen wir hier mal einen Stein. Legen wir einen Stein. Werfen wir einen Stein. Wo haben wir sie denn hier? X. F. Einen Stein legen wir. Ja. So geht das schon. Und jetzt laufen wir mal ein Stück rückwärts. Über. Das steht hier. Hallo, wer bist du? Ich hoffe, dass wir uns hinkriegen. So, jetzt schmeißen wir hier noch einen Stein. Jetzt können wir sie alle. X, F, da sind wir auch gleich ein bisschen leichter. Können wir uns besser bewegen. Ja, gut. Jetzt, genau. Jetzt richten wir uns noch zum Stein. Müsste eigentlich jetzt so hinkommen, wie wir das nicht mehr vorstellen. So, Q. Bauen. 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 Trotzdem mag er noch nicht grün machen. Warum nicht? Er will nicht. Er will uns das Haus nicht erhalten. Warum? Wir haben doch nach hinten haben wir doch genügend Platz. Der Platz nach hinten nicht. Ja, da müssen wir unsere Steine noch mal aufsammeln. Ah. Ja, da müssen wir die Sache unter.
Seite gehen, dann müssen wir das mal hier schneiden. Gut. Quatsch. Was will ich denn jetzt? Ich will doch nicht bauen hier. Ich muss doch erst noch einen Stein hier herlegen. Zu sein, denke ich. Wir müssen hier ein Stück rüber. Ja, wir müssen ein Stück rüber. Alles klar. Ich hoffe, dass wir es jetzt hin. Sonst machen wir das nächsten Tag bei Tageslicht. Jetzt hier in der Nacht. Ist zwar ganz gut und schön, man sieht das besser, das Grüne, aber. Jetzt versuchen. Häuslebahn. Und es scheint noch nichts. Doch, jetzt, aber das sind unsere Steine weg. Und das will ich nicht so. Seht ihr das? Müssen wir noch ein Stück zurück. Alles klar. Jetzt müssen wir die Steine hier aufnehmen. Gehen wir ein Stück zurück. I. Wir werden das schon hinkriegen. Wir werden das Schwein schon tot kriegen. So, und jetzt suchen wir uns den nächsten Stein hier. Das schnappen wir uns und da gehen wir auch ein Stück. Und zurück. Das war I. So, schmeißen wir den hier an. Dazu. Ehrlich sagen. Alles klar. Wir speichern jetzt hier und wir schauen uns das dann morgen früh an. Also nächsten Tag in der nächsten Folge. Alles klar, meine Freunde. Wir brechen hier erstmal ab. Steht nichts dort. Die Steine können wir morgen wieder auflesen. Also nächsten Tag. Alles klar. F. Ich speichere das nach meinen üblichen Sommer 53, das heißt für Sommer 50 Jahre, dritter Tag. Speichern. Und genau dort sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Bis dann, meine Freunde, ich sage mal Tschüss.